Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach diese Wachsmalstifte selber machen kannst mit Wachs und Pigmenten und eine neue Form von Wachsmalblöcken. Also ein bisschen größer, ein bisschen handlicher, ein bisschen mehr Material. Hallo und herzlich willkommen in Hartmuts, ich wollte schon sagen Hartmuts Weihnachtswerkstatt, in Hartmuts farbiger Welt. Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du auch wieder mit ganz einfachen Mitteln diese Blöcke machen kannst. Das ist ein Wachsmalblock, der besteht aus Bienenwachs und du kannst es auch machen aus Bienenwachs und Stearin. Stearin ist ein pflanzliches Wachs und das ist ein bisschen billiger. Wobei für einen Wachsmalblock und Wachsmalstifte reicht auch das reine Bienenwachs mit Pigmenten. Nur so viel am Rande. Die habe ich gemacht. Und die sind auch gut, also so fürs erste Mal super. Also für jeden, der mit einfachen Mitteln sich selber Wachsmalblöcke zum Malen, zum Zeichnen, für die Kinder, für therapeutische Dinge, für den Kindergarten und sowas machen möchte, geht super. Auch mit so einer Eiswürfelform. Und ich wollte gerne Wachsmalblöcke haben, die so aussehen wie das, was eben auch im Handel zu kaufen ist. Weil der Vorteil ist, bei den zu kaufenden Wachsmalblöcken sind eben breitere Kanten. Und unterschiedliche Kantenbreiten, nämlich hier eben die Breite und eine schmale und auch schärfere Ecken. Mit den Ecken lässt sich leicht schreiben, mit der großen Kante lässt sich eine große Fläche leicht kolorieren und mit der kleineren eben auch so eine Schattierung oder feinere Dinge gut malen. Dann habe ich überlegt, wie kann ich es am einfachsten machen? Eine passende Form habe ich nicht gefunden. Ich hatte erst im Handel geguckt, ob es irgendeine Form gibt, die so ähnlich aussieht wie das hier. Und habe ich nicht gefunden. Und dann habe ich es ganz einfach gemacht. Ich hatte schon mal, letztes Jahr, hatte ich zu Weihnachten solche Alabaster-Abgießformen gemacht. Die habe ich eben mit Gips ausgegossen und dann stand da drauf, das Leben ist schön. Die habe ich dann als Weihnachtsgeschenke verschenkt. Oder andere Menschen haben die auch als Weihnachtsgeschenke verschenkt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das nochmal. Dann habe ich mir im Internet hier dieses Produkt bestellt. Das ist Silikon-Dupliziermasse und wird normalerweise eingesetzt im Dentalbereich. Also die gibt es hier bei A. und auch wahrscheinlich im Handel für Dentallabore. Gibt es wahrscheinlich auch in anderen Läden. Das sind zwei Komponenten, die werden zu gleichen Teilen, also 1:1 zusammengemischt, in der Menge, wie du das dann brauchst. Also ist ganz einfach zu ermitteln, entweder mit einer Waage. Oder du nimmst zwei klare Becher, ja, hier so Plastikbecher, stellst sie nebeneinander und schüttest so viel rein, dass es eben nachher die gleiche Höhe ist. Und dann wird das hier mit einem Rührstab kräftig verrührt. So, die Frage ist nur gewesen, wo rein soll ich es rühren und wie soll die Form nachher sein? Das war klar, da wusste ich schon, wie ich es machen könnte. Hierbei hatte ich noch nicht so eine richtige Idee gehabt. Und dann lief ich an meinem Regal vorbei und fand noch eine Kiste mit diesen Tafelkreidestücken. Und die haben natürlich eine super Form. Die haben hier diese leichte Spitze dran oder diese zulaufende. Die sind von der Haptik her gut zu greifen. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir im Künstlerbedarf so eine Kiste, beziehungsweise zwei Kisten geholt. Die nennen sich jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Und zwar heißen die nicht Malkästen, sondern Malgrund oder irgendwas. Also auf jeden Fall gibt es im Künstlerbedarf. Vielleicht schreibe ich den Namen nochmal runter. Das sind Kisten, die sind so ungefähr 30 mm hoch aus Buchenholz. Ne? Schön verleimt, sind aus wie kleine Schubladen. Und da habe ich dann einfach Folgendes getan. Ich habe diese Blöcke genommen, also diese Kreide, Papier abgemacht und die mit Leim einfach hier im Abstand reingeleimt. Also ich habe die so reingeleimt, dass ich eben Abstand zueinander hatte und auch den Abstand zu den Kanten. Das war dann meine Abgussform für diese Stifte. Bei den Blöcken habe ich es genauso gemacht. Ich hatte diese Leiste hier. Da hatte ich mal ein Möbelstück rausgebaut. Die ist 30 mm breit, 10 mm dick oder auch stark und endlich lang. Die habe ich einfach mit der Säge in kleine Stücke geschnitten, also so groß wie
die Wachsmalblöcke sind, die ich auch früher gekauft habe. Also ähnlich, nicht genauso groß. Nicht, dass ich nachher mit Copyright ein Thema kriege. Das habe ich dann folgendermaßen gemacht. Die habe ich dann auch in diese Box eingeleimt und auch wieder nebeneinander, so viele wie reinpassen. Und dann auch wieder mit dem Rand drumherum, dass ich die überall dazwischen und ringsrum ausgießen kann. Das war dann das. Dann habe ich die beiden Komponenten genommen, zusammengerührt, im Becher kräftig gerührt und dann es in diese Form gegossen. Und was dann da rauskam, war so, das sieht dann nachher so aus. Wenn das gegossen ist, ne, ist die Schüssel, ja, also je nachdem wie viel du da reingießt, kann sein, dass es voll ist. Und dann kannst du die aus dieser Form rauslösen. Und das war dann meine Form für die Wachsmalblöcke. Und genauso auch bei der Kreide. Das war dann meine Abgießform für meine Wachsmalstifte, ne? Und das ist dann hier eine feste Silikonform und die kannst du dann immer wieder benutzen. Ne? So, dann habe ich Folgendes gemacht. Die waren dann trocken. Ich habe meine ganzen alten Wachsmalblöcke genommen, die ich schon gegossen hatte, habe die wieder geschmolzen hier im Becher, im Wasserbad und habe die dann nach und nach in die Form reingegossen und dann sah das nachher so aus. Also ich habe von jeder Farbe einfach immer einen Wachsmalstift und dann eben so viele Wachsmalblöcke gegossen, wie möglich war. So sieht es dann aus. So, und dann, also weich machen, reingießen und dann ab in den Kühlschrank. Und wenn die dann wieder kalt sind, lassen die sich so aus der Form rausnehmen. Tatsächlich so einfach rausnehmen. Und schon hast du diese wunderbaren Wachsmalstifte. Das gleiche habe ich gemacht mit den Wachsmalblöcken. Ne? Also auch wieder hier. So sah es dann aus. Du kannst dir das schon vorstellen. Das sieht auch schön aus. Das sieht aus wie so ein Bild. Reingegossen, kalt werden lassen, dann werden die schön hart. Und dann auch wieder schwupp einfach rausnehmen und schon sind die fertig. Gut, die Eigenart ist dann, es gibt immer eine sehr glatte Seite, vier sehr gerade, also naja, 1, 2, 3, 4 gerade Kanten, 4 schmale Kanten und da, wo du es gegossen hast, das siehst du auch so, eine Seite ist immer so ein bisschen unebener. Wenn du jetzt Wert darauf legst, dass auch diese Seite, die beim Gießen dich anschaut, sehr viel glatter ist, kannst du es entweder noch abschmirgeln oder du nimmst einfach eine heiße Platte oder ein heißes Metallstück und reibst die kurz darüber, dann schmilzt das da wieder an und wird dann eben deutlich glatter. Nur, das reicht ja schon. Ne? Es geht ja darum, dass du hier vier verschiedene Kantenformen hast. Also eine lange Kante zum Kolorieren, eine mittlere Kante zum Kolorieren, die schmale Kante für Konturen in kleinerer Form und nochmal sogar die Spitzen, um damit schreiben zu können. Ja, das war's schon. Und somit habe ich jetzt dann eben die neuen Wachsmalblöcke. So, und dann, das Schöne ist, die passen auch hier, das gibt es auch draußen im Handel, solche Metallkästen. Ne? Da passen eine Menge rein, gibt es in verschiedenen Größen. Hier habe ich einfach mal jeweils die zwei Farben. Und das ist ein wunderbares Geschenk, zum einen für Weihnachten. Und hier gibt es zum Beispiel, die habe ich dann auch aus diesem Künstlerbedarf. Gucken, wie viel da reinpassen. Ach, guck mal, das ist cool. Da passen dann zum Beispiel in so eine kleine Dose, vielleicht noch mit einem kleinen Briefchen. Passt da der Stift auch rein? Ne, dafür ist der zu lang. Und dann machst du es zu, Schleife drumherum und kannst es verschenken für jemanden, wo du weißt, der braucht zum Beispiel so viel Grundfarben. Ne? Kannst du rot, blau, gelb und grün als selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk machen. Jo, das war's für heute. Also, wenn du die Zeit hast, wenn du das Geschick hast, bau dir einfach eine Form. Also du brauchst sicherlich nicht unbedingt
hier so ein Malgrund, ja, also so ein Kasten. Wenn du das mit Holzresten machst, die du einfach zusammenleimst oder mit irgendwelchen Kunststoff oder Pappstreifen, wird das wohl auch gehen. Oder machst dann eben, wenn du das mit Pappe machst, machst du einfach Tesafilm drumherum noch, dass dann die Flächen glatter sind. Dann lässt sich das leichter lösen. Ja, aber hier löst sich das sowieso ganz einfach. Ich habe noch einen Trick angewendet, um die Form leichter nachher lösen zu können. Ich habe diese fertige, von mir gemachte Form eingesprüht mit etwas, das nennt sich Formentrennspray. Formentrennspray, das ist eine Imprägnierung und die riecht genauso wie Imprägnierung von Schuhen. Darum vermute ich, dass bei diesem Formentrennspray auch das gleiche drin ist wie bei Schuhimprägnierungen. Na, vielleicht doch nicht, weil hier ist ganz klar zu sehen, dass es weiß ist. Also es ist praktisch Talg in einer sprühfähigen Form. Und du könntest auch Talg nehmen. Also wenn du Talgpulver hast, da gibt es ja diese Stifte, wo Autodichtungsgummis mit eingeschmiert werden. Das könntest du auch darüber sprühen oder reingießen. Und dann löst sich die Form nochmal besser von diesen, also aus der Grundform. Ja, und dann hast du ein super Ergebnis. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du Fragen hast, einfach einen Kommentar oder eine Nachricht schicken. Dann probiere ich auch wieder was Neues aus oder ich erkläre dir noch, wie ich es noch genauer gemacht habe. Wobei ich glaube, ich habe alles gesagt, wie es gemacht wird. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hinter mir siehst du schon die Platten. Die sind schon gestrichen mit der Casein-Wandfarbe, weil ich mache ja Videos zum Thema Pigmentverarbeitung. Also Pigmentverarbeitung zum Beispiel hier, zeige ich dir schon mal. Hier mit Schwämmchen oder, also hier Schwammtechnik, Tupftechnik, kleine Schwammtechnik. Das sind alles Videos, die in nächster Zeit noch kommen. Da arbeite ich schon dran. So, freu dich drauf. Danke fürs Zuschauen. Wenn ich das jetzt auf YouTube posten sollte, was ich noch nicht genau weiß, sollte es auf YouTube laufen. Danke für dein Like, danke fürs Abonnieren des Kanals, danke, dass du die Glocke drückst, dann wirst du informiert, wenn ein neues Video kommt, weil es kommt jeden Montag um 18 Uhr auf Hartmuts farbige Welt ein neues Video. Danke fürs Zuschauen, ciao.